Hi, KFZ Bros am Start. Wir haben hier einen Ford Kuga MK1, einen Benzinmotor, 2,5 Liter, 5-Zylinder Motor. Wir tauschen heute an diesem Motor den Zahnriemen, sprich Zahnriemensatz inklusive Wasserpumpe. Und das Ganze möchten wir natürlich euch zeigen, wie der Ablauf hier zugange geht. Natürlich Zahnriemensatz nicht sparen, kauft euch einen ordentlichen, das ist jetzt hier einmal Gates, da kann man nichts falsch machen, ordentlicher Hersteller, was Zahnriemen angeht. Es gibt auch weitere Hersteller, SKF, Bosch, Continental. Einmal die Spannrolle, einmal die Umlenkrolle, Zahnriemen selber und einmal ganz wichtig, spart nicht rum, kauft euch definitiv den Satz mit der Wasserpumpe, denn die Wasserpumpen gehen auch sehr gerne dicht, da die einfach nur so eine Papierdichtung haben. Oder ist das eine Metalldichtung? Nein, das ist eine Papierdichtung. Papierdichtung. Und wenn die einmal undicht ist, hat man dieselbe Arbeit wieder, deswegen nicht sparen. Was ihr natürlich braucht zum Zahnriemenwechsel, ist auf jeden Fall noch Kühlmittel. Am besten so ein Konzentrat kaufen oder halt fertiges Gemisch. Gibt es alles in der Videobeschreibung, verlinke ich euch alles. Werkzeug brauchen wir für den Motor nicht. Der hat nur Einstellmarkierungen, also sprich oberer Totpunkt, unterer Totpunkt, ist alles vorgegeben. Man muss den Zahnriemen nur auf den entsprechenden Markierungen drehen. Wir fangen erstmal von unten an, denn wir arbeiten uns von unten erstmal durch, also unten erstmal alles frei bekommen und dann machen wir oben weiter, denn wir werden auch von unten die Kühlflüssigkeit ablassen. Denn der Behälter hier muss komplett abgebaut werden und da empfehle ich, wie gesagt, einmal die Kühlflüssigkeit von unten abzulassen. So, das müsste es gewesen sein. Hier haben wir einmal die Motorabdeckung, die ist rundherum mit Torx-Schrauben gelöst. Ich brauche euch nicht zu zeigen, wo so eine Abdeckung abschraubt, denn ich weiß, bei so einer Abdeckung abschraubt, hat man noch nichts am Zahnriemen zu suchen, sage ich ganz einfach. Rad es ab, nur die mal am besten eine Taschenlampe. Ja. So. Des Weiteren haben wir hier jetzt unsere Rathausschale. Die müssen wir auch einmal abschrauben. Die ist hier jeweils in der Rathausverkleidung, an der Rathausverkleidung überall festgeschraubt. Ich denke mal, es reicht, wenn wir die hier in dem Bereich lösen, damit wir das ganze Ding dann etwas nach hinten wegdrücken können. Wir müssen nicht die komplette Rathausschale abbauen. Das ist nicht notwendig. Kann man machen, muss man nicht. Und dann geht es weiter an den Riemen. So sieht das Ganze aus. Aushängen und dann vorsichtig einfach nur um die Ecke klappen. Mehr brauchen wir auch nicht zu machen, das reicht dann vollkommen. Ja, die Schraube hier ging nicht raus, festgegammelt, kann also mal passieren, dass die hier festgammeln. So, und wir haben dann hier zwei Keilrippenriemen, einmal kleinen Keilrippenriemen für den Klimakompressor, er hat einen eigenen Spanner, den Riemenspanner bauen wir ab. Ich glaube mal, das dürfte ausreichen. Gegebenenfalls müssen wir die anderen Spanner auch ausbauen, aber das sehen wir. Hier haben wir einen Torx-Anschluss, Torx-Schraubenanschluss. Ich würde mal behaupten, das ist Torx 45. Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht. Schau mal. Torx 50, Digga. Wetten. Okay, machen wir Torx 50. Probieren wir mal. Ja, Torx 50. Alter. Man nennt mich auch das Auge. Ich mach die Klappe. So. Im Uhrzeigersinn dran, im Uhrzeigersinn dann einmal drehen und dann bekommt ihr hier einmal schon mal den kleinen Keilrippenriemen schon mal ab. Zack. Und entfernen jetzt hier die kleine Sechskantschraube und dann können wir das ganze Ding hier wegnehmen. Zur Not müssen wir eventuell den Träger hier abschrauben, aber ich glaube mal, es wird nicht notwendig sein. So. Eng. So, hier haben wir dann den einen Riemenspanner. Ihr müsst hier die beiden Schrauben lösen, sonst bekommt ihr die Schraube nicht heraus. Das ist die Hydraulikpumpe, Servopumpe. Muss etwas abgeschraubt werden, funktioniert aber so. Haben dann jetzt hier unsere Riemenscheibe, die können wir jetzt auch schon mal komplett abschrauben. Müsste eine 13, das ist 13, ne, schon so 10. 10er Nuss. Genau, und schrauben jetzt einmal hier die Riemenscheibe ab. Normalerweise gibt es hierfür ein Spezialwerkzeug zum Gegenhalten der Riemenscheibe.
So, wir lösen jetzt hier einmal die Kurbelwellenscheibe, also die Zentralmutter der Riemenscheibe. So, schnappen wir uns jetzt einen Kunststoffhammer und schlagen dann vorsichtig auf die Riemenscheibe. Dann sollte diese herausspringen. Aber haarscharf ausgemessen. Et voilà. So, das ist unsere Kurbelwellenriemenscheibe. Gut. Jetzt können wir unsere Mutter, müssen wir die mal anmachen, ja, benutzen, den drehen wir wieder an, damit wir über die Kurbelwelle natürlich die Kurbelwelle gedreht bekommen. So, drehen wir die hier einmal komplett bei. Dann können wir hier drüber, wie gesagt, dann die Kurbelwelle drehen. Zack, passt das. Muss nicht unbedingt festgezogen werden. So, und jetzt kommen wir zum unteren Totpunkt. Der untere Totpunkt ist jetzt einmal, wenn du weiter nach oben schaust, ich hole mal einen langen Flachschraubendreher, haben wir da hinten dran hier, das muss das fast, ich sehe. Genau, dieser Strich da, das ist der obere Totpunkt von der Kurbelwelle. Ne? Das ist die Sollmarkierung. Genau, dieser Strich da. Und an dem, an der Riemenscheibe bzw. an der Kurbelwelle selber ist es dieser kleine Stift hier. Ne? Der muss jetzt also im Uhrzeigersinn einmal darüber wandern und muss dann hier gegenüber einander fluchten bzw. zueinander zeigen. Des Weiteren werden wir dann gleich von oben weitermachen und schauen, ob die Nockenwellen überhaupt auch stimmen. Ne? Denn die Kurbelwelle macht zwei Umdrehungen und die Nockenwelle nur eine. Ne? Deswegen eventuell müssen wir nochmal die Kurbelwelle drehen, damit das vielleicht oben zu den Nockenwellen passt. Aber das sehen wir ja gleich. Das können wir jetzt erstmal so belassen. Gut, was heißt belassen? Wir können jetzt hingehen. Ne, wir brauchen erstmal gar nicht. Wir können hier haben wir die mittlere Zahnriemenabdeckung. Von unten sieht man das eventuell nicht wirklich. Ne, doch, sieht man hier. Das ist die mittlere Zahnriemenabdeckung. Die können wir auf jeden Fall schon mal lösen. Beziehungsweise die sollte auch nur geklipst sein. Hier seitlich sieht man unterhalb, sieht man da seitlich so Klipse. Kannst du das filmen? Sieht man das vielleicht? Ja, ich genau, das sind so Klipse, die muss man aushängen. Und dann sollte man diese Abdeckung auch abbekommen. Aber bevor wir die mittlere herausnehmen, müssen wir erstmal oben weitermachen. So, für den für das Kühlmittel haben wir hier auch gesondert am Kühler eine Ablassschraube. Und hier befindet sich dann eine Öffnungsschraube. Und da könnt ihr die komplette Kühlflüssigkeit dann auffangen in einem Behälter. Und dann macht man halt keine Sauerei. Gut. Jetzt versuchen wir hier das ganze Ding herauszuziehen. Mit Gefühl. So, so sieht das dann aus. Da ist ein Drehverschluss, kann man gut erkennen. Der wird dann komplett einfach nur rausgedreht und dann herausgezogen. Okay, das hier brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Naja, das war für die Katz. Keine Ahnung, ob man dann da so einen Ablaufschopfen hat. Super. Kuhpisse. Wenn jetzt die ganze Kühlflüssigkeit abgelassen ist, ist der Behälter auch jetzt soweit ausgelaufen. Den Behälter müssen wir auf jeden Fall wegmachen, denn unten drunter ist der Motorträger. Wir haben zwischenzeitlich jetzt auch schon mal einen Wagenheber angesetzt. Der Wagenheber wird dann unten mit einem Holzklotz an die Ölwanne befestigt. Macht das etwas weiter weg und nicht so nah zum Zahnriemen, denn später wird wahrscheinlich schon etwas Kühlflüssigkeit aus dem Motorraum auslaufen, wenn die Wasserpumpe ab ist, und dann machen wir den Behälter drunter, dass es auch wirklich in den Behälter läuft und nicht dann auf den Boden tropft. Der Ausgleichsbehälter selber ist nur eingehangen, jeweils hier und hier einfach nur dran roppen, etwas mit WD-40 einsprühen, hilft dann dabei etwas, den herauszuziehen. Und hier hinten dran haben wir dann halt einen Schlauch, den müssen wir auf jeden Fall lösen. Wir haben dazu hier so eine schöne Schlauchschellenzange. Vielleicht kannst du mal gerade mal angreifen. Ich setze mal hier die Schelle an. Dann kannst du hier zusammenziehen. Okay? So, dann kann ich die Schelle schon mal etwas versuchen da. Okay, oder den ganzen Schlauch. Dann lassen wir auch nicht die Schelle fallen. Okay. Das Ganze können wir dann einmal rüberlegen. Achtung, das läuft aus. So.
So, passt das? Ja. Und hier haben wir dann unseren Motorträger, Motorlager. Das ist dann jeweils von oben, links und rechts festgeschraubt. Pumpt etwas den Motor hoch, nicht zu hoch, einfach kurz etwas abstützen. Und jetzt, wenn wir hingehen, lösen erstmal die beiden Schrauben und dann zu guter Letzt die beiden Schrauben. Das ist jetzt in der Regel nur der Bügel. Zack. Den können wir einmal nach oben dann herausnehmen. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Motorlager selber. Zack. So, jetzt haben wir genug Platz. Hier die obere Zahnringabdeckung bekommt man direkt so ab, indem man einfach etwas hier runterdrückt und zu sich zieht. Und dann können wir das Ganze hier aushängen. Zack. Und ich pumpe mal das Ganze etwas hoch. Vielleicht ist das dann besser. So. Hier diese beiden auf der Gummilippe, diese Aussparungen, jeweils hier und jeweils da, das sind eure OT-Punkte für die Nockenwelle selber. Die Nockenwelle für die, das Zahnrad selber hat auch eine Markierung und das ist ganz schwach zu sehen. Das ist diese Markierung hier, die Linie hier. Kann man da was erkennen? Ja. Na, ja, einmal da. Farblich markieren, ne? Genau. Und einmal jeweils hier. Da sieht man es auch in dem Bereich. Genau, das sind so zwei ganz einfache Striche. Die müssen dann jeweils hier rüber wandern, also es passt auch unten mit der Kurbelwelle, also dann fast hin, denn die Kurbelwelle haben wir jetzt noch nicht gedreht im Uhrzeigersinn. Also wenn wir jetzt die, an der Kurbelwelle unten gerade das Stück noch weiter drehen, stehen dann die Nockenwellenräder genauso auf OT wie auch die Kurbelwelle, ne? Dann passt das ja. Und dann für die mittlere Abdeckung hier müssen wir diese Torx-Schraube lösen, Torx 30 sieht das glaube ich aus, die Schraube herausdrehen. Und dann bekommt man auch diese Abdeckung abgeklipst und kann die nach oben herausnehmen. So, wie gesagt, hier haben wir dann jeweils Klipse. Da unterhalb haben wir zwei Klipse und auf der anderen Seite sind genau welche Klipse, aber die bekommt man auch einfach durch ein bisschen Rütteln hin und her, bekommt man die anderen Klipse auf. Ansonsten muss man vielleicht von unten doch vielleicht noch etwas bei, aber sollte so funktionieren. So, das ist die mittlere Zahnriemenabdeckung. Die ist auch ab. Und jetzt können wir hier dann schon mal auf unsere eine Umlenkrolle schauen. Das ist eine Umlenkrolle. Das ist die Spannrolle. Und hier der Bereich, das ist die Wasserpumpe. Guck mal hier rum. So, das unten halt, wie gesagt, das ist die Wasserpumpe, genau. Und hier nebendran haben wir ja dann einmal die Umlenkrolle und das ganz weiter unterhalb, dem Bereich da unten, das ist halt dann die Spannrolle. Gut, aber wir gehen jetzt ich gehe jetzt erstmal runter und werde dann einmal, wie gesagt, den Motor im Uhrzeigersinn drehen. Ich habe jetzt hier die Striche jeweils mit zwei grünen Eddingen angemalt, also mit grünen Eddingen angezeichnet, damit das einfach besser zu erkennen ist. Und werde jetzt unten an der Mutter von der Zentralschraube von der Kurbelwelle einmal nach dem Motor im Uhrzeigersinn drehen, Motorrichtung drehen, damit das dann alles einmal passt. Ja. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Steuerzeiten, wie die sitzen müssen. Noch ein bisschen mehr Licht. So, genau. Und da sieht man halt von der Kurbelwelle dieses Mitnehmerrad, da muss hinten mit diesem Zapfen zueinander fluchten. Und dann habt ihr die Steuerzeit von der Kurbelwelle perfekt abgesteckt. Und dasselbe solltet ihr dann oben halt an den Nockenwellen kontrollieren, dass die dann halt auch ordentlich zueinander zeigen. Jetzt hängt der Motor etwas, aber ich denke mal, das reicht mal, dass man es hier gut erkennen kann. Wir haben da schon auch einen grünen Stift markiert. Die Linie da ist sehr fein gemacht, also man muss genau hingucken, dass man diese Linie sieht. Und die muss, wie gesagt, zu diesem Gummiausschnitt da zueinander auch zeigen, jeweils auf der rechten und auf der linken Nockenwelle, und dann passt das damit, ne? Also der Motor befindet sich jetzt, hat seine Steuerzeiten
ordentlich stehen. Und so können wir dann ohne Probleme den Zahnriemen runternehmen. Den Zahnriemen, wir haben uns hier schon den roten Teppich ausgelegt, denn es ist komisch, man macht vieles von unten. Wir müssen jetzt anfangen, von unten die Spannrolle zu lösen. So, wenn wir die Schraube hier gelöst haben, können wir dann die Spannrolle einfach so herausnehmen. So, das ist dann einmal diese automatische Spannrolle. Ne? Wir haben halt dieses Loch hier und hier dieses Loch. Und in der Regel, wenn man einen automatischen Spanner bekommt, ist dieses Loch schön, also da haben wir sogar einen Imbus, kann man einen Imbus ansetzen. Also kann man das Ganze hier einmal so drehen und können dort dann so einen Sperrstift dann reinsetzen. Ne? Oder man löst halt direkt die Schraube, wie wir es gemacht haben. Die Spannrolle, wenn sie mit dem Sperrstift dann kommt, bitte dann halt nicht den Sperrstift rausziehen, sondern erst dann, wenn der Zahnriemen aufgesetzt ist, schön alles passt, Steuerzeiten, dann könnt ihr hier dran ziehen und dann habt ihr die Spannrolle direkt, also dann spannt die Spannrolle den Zahnriemen so, wie sie sich gehört und müsst nichts weiter machen. Ne? Das ist einmal so ein automatischer Spanner und wir haben dann halt, je nachdem welches Modell oder welchen Satz man kauft, haben wir dann hier einen Spanner, der halt manuell eingestellt wird. Sieht man, wie man sehen kann, ist die Bauform auch ein bisschen unterschiedlich. Und über den Sechskant hier wandert dann auch im Endeffekt hier dieser Zeiger und der sollte wahrscheinlich dann genau zur Mitte zeigen. Und das ist dann die optimale Zahnriemenspannung gegeben. Ne? Darauf achten, diese beiden Nasen müssen dann auch schön, müssen dann hier auch einmal schön fluchten. Mhm. Ich versuche das mal gerade hier vorzuzeigen mit den neuen, vielleicht sieht man das ja. Ja, da oben sehe ich gar nichts. Ich sehe aber nicht daneben, Bro. Ja, genau, da oberhalb, da gibt es halt so eine Nase. Ah. Sieht man es jetzt? Ja. Genau, und dort müsste das dazwischen dann fluchten, ne? Denn da wird die Spannrolle gehalten. Ne? Gut. So, ich mache mal gerade den Riemen noch von oben ab, von den Nockenwellenrädern. Kannst du da einmal rauskommen. Irgendwo hängen wir da. Luft bekommen. Da. Na, da, na. Hoppala. So. Perfekt, ja, das ist dann unser Zahnriemen. Et voilà. Nicht knicken. Steht sogar, was steht da drauf? Volvo. Hell no! Genau. Gut, okay, das war schon mal das. Jetzt gehen wir zu der Umlenkrolle. Die Umlenkrolle. Ich will mal eine Schraube oben auf jeden Fall lösen. So, genau unter diesem Träger hier, unterhalb, direkt darunter, haben wir dort auch eine Schraube sitzen. Das müsste jetzt in dem Fall, lass mich mal zeigen, lass kurz zeigen. So sitzt das ungefähr. Genau. Hier ist die eine Schraube, die ist genau hier unten drunter direkt. Und die andere befindet sich dann etwas unterhalb, unter der Rolle hier, ne, direkt unter der Rolle. Die beiden Schrauben ab und dann habt ihr die Umlenkrolle hier auch auf jeden Fall schon mal heraus. Wir machen das jetzt gerade mal schnell. Und dann geht's weiter. So, ich drehe gerade die letzte Schraube raus. So, und da habe ich halt einmal, wie gesagt, das ist die Umlenkrolle. Motor komplett hochpumpen. Mit dem Wagenheber komplett hochheben. Und dann bekommt man oben die Schraube, kommt man mit einer guten 10er Nuss bei. Kurze Nuss und für, ne, oben lange Nuss und für unten eine kurze Nuss. So, jetzt bleibt uns nur noch die Wasserpumpe übrig. Das ist natürlich auch nichts geschenkte, aber keine geschenkte Arbeit. Wie viele Schrauben waren das? Sieben Schrauben müssen gelöst werden. Ja, rundherum die Schrauben von der Wasserpumpe lösen. Und dann hauen wir einmal die Pumpe da heraus. Ich löse jetzt gerade mal die letzte Schraube hier von der Wasserpumpe. Von oben kann man alle vier lösen, wenn der Motor komplett hochgepumpt ist. Oder alle fünf. Hier unten in dem Bereich haben wir zwei. Die bekommt ihr nur, wenn der Motor etwas abgelassen wird, kommt ihr hier an der Bremsleitung. Dann kommt hier einmal die eine raus und die zweite hierfür.
müsst ihr dann einmal hier durch diese Aussparung, hier durch dieses Loch, um an die andere Schraube zu gelangen und zu lösen. So, und die Wasserpumpe bekommt ihr dann, wenn der Motor komplett also runtergelassen ist, bekommt ihr die dann hier dazwischen durchgefummelt. Das ist etwas fummelig, aber machbar. So, das ist einmal die alte Wasserpumpe, die alte Dichtung. Und was wir jetzt machen müssen, ist auf jeden Fall hinten die Dichtfläche hier, wie man hier sehen kann, ist noch alles noch grün. Alten Papierreste dann halt auf jeden Fall mit Streifpapier entfernen, damit das alles schön nachher auch abdichtet. Machen wir gerade einmal fertig und dann sehen wir soweit, dass wir dann auf jeden Fall den Zahnriemen wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder komplett zusammenbauen können und dann auch endlich mal Feierabend machen. So, wir haben jetzt hier einmal das Ganze abgeschliffen. Ja, kann man es gut erkennen? Ja. Genau, einmal schön ordentlich abschleifen mit dem Vlies oder halt mit was man drankommt und blasen unbedingt die Schraubenlöcher aus von der Wasserpumpe, denn da bleibt noch Kühlflüssigkeit drinnen und man soll halt keine Flüssigkeit stauen, wenn man halt Schrauben festschraubt. Ne? Das kann böse enden, deswegen schön die Löcher noch ausblasen. Und jetzt erfolgt der Einbau wieder umgekehrter Reihenfolge. Wir fangen jetzt erstmal mit der Wasserpumpe an. Setzen die rein. Wer möchte, kann universale Dichtmasse auftragen. Es gibt hier extra Wasserpumpen. Wasserpumpen-Dichtmasse wird hier aufgetragen. Hylomar nennt sie sich, verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Das ist eine dauerelastische Masse, sprich, die arbeitet auch mit und bleibt auch konstant zähflüssig. Also die trocknet nicht komplett aus. Ne? Ist extra für Wasserpumpen, kann man mit auftragen. Da schützt man halt dieses Papier noch vor Korrosion. Denn das Papier hier wird mit der Zeit schnell dicht, undicht. Was heißt schnell, aber es kann halt passieren, dass es mal undicht wird. Und dieses Hylomar schützt das Papier zusätzlich halt, damit es nicht durchweicht oder halt schnell kaputt geht. So, bei der Spannrolle darauf achten, dass, wie gesagt, da hinten halt dieser Bolzen hier zwischen den beiden hier schön drin sitzt, damit die Spannrolle auch schön da blockiert, ne? Damit die halt hier nicht hin und her wandern kann, muss sie da schön drin sitzen. Das ist ganz wichtig. Schraube jetzt erstmal locker lassen. Upsala. Achtung, Lampe macht gerade blind. Jetzt gehen wir hin, kontrollieren die Steuerzeiten, dass das alles soweit passt, dass sich nichts verstellt hat bei dem Ausbau hin und her und werden jetzt den neuen Zahnriemen aufsetzen. So, den Zahnriemen haben wir jetzt drauf. Ja, jetzt sagen welche, jetzt sagen viele, ah ja, ich habe das jetzt nicht gezeigt. Problem ist, da es einfach so eng ist, braucht man am besten einen zweiten Mann. Ich kann euch zeigen, wie ich angefangen habe. Auf jeden Fall, je nachdem, ob ihr die mechanisch automatische Spannrolle habt oder die manuelle. Wenn ihr die manuelle habt, müsst ihr natürlich die manuelle Spannrolle so weit entspannen, damit das Ganze auch locker ist. Wir haben jetzt angefangen, haben den Zahnriemen Kurbelwelle angesetzt, sind hier erst über die Umlenkrolle, über die eine Nockenwelle, dann über die zweite, über die Wasserpumpe und dann zu guter Letzt schieben wir dann hier den Zahnriemen einmal gleichmäßig hier drauf. Und das war's schon. Ne? Jetzt gehen wir, ja, das war schon. Gerade eben das Leben da geholt hier, weil alles so scheiße eng ist. Und jetzt können wir halt das Ganze spannen. So. Das ist der obere Drehpunkt wieder. So, ja, das ist die Zahnriemenspannung dann da unten, die man dann sehen kann. Mal großer Schraubendreher. Jetzt sieht man das alles ein bisschen besser. Vielleicht kommt das von vorne noch rum, dann sieht es vielleicht auch ein bisschen besser. Genau, hier, ne? Dieser Zeiger hier sollte ziemlich mittig sein. Genau. Plus, Minus wird jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm sein, aber das ist vollkommen in Ordnung. Man sollte nur schauen, dass er nicht zu weit nach außen kommt. Dann kann es auch Geräusche geben, halt, wenn der Zahnriemen zu stark oder zu stark gespannt ist. Und dann gibt es Summgeräusche, haben wir auch schon alles gehabt. Ja. Kontrollieren nochmal, wie gesagt, die Steuerzeiten. Jetzt drehen wir den Motor. Wir haben ja schon durchgedreht. Wir drehen jetzt noch zweimal durch, sprich also Kurbelwelle zwei Umdrehungen, damit die Nockenwelle eine ganze Umdrehung macht. Ich mache das mal hier gerade ganze. So.
genau bei 180 Grad, hat dann die Kurbelwelle eine Umdrehung gemacht. So, in dem Fall wäre das jetzt hier einmal eine Kurbelumdrehung und eine halbe Umdrehung der Nockenwelle. Und jetzt müssen wir eine noch weitere Umdrehung der Kurbelwelle machen, damit die Kurbelwelle zwei Umdrehungen gemacht hat, damit die, wie gesagt, die Nockenwelle dann eine Umdrehung macht. So. So, wenn das jetzt alles soweit passt, kommt der Zusammenbau. Alles in der umgekehrter Reihenfolge. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht jedem zu zeigen, wie man hier wieder einen Zahnriemenkasten anbringt etc. Das muss eigentlich für jeden selbstverständlich sein. Der, wo es zerlegt hat, weiß auch ganz genau, wie es wieder reinkommt. Die wichtigen Drehmomentwerte, die von der Riemenscheibe und was von dem Motorlager, das werde ich euch noch gleich einblenden. Soweit alles jetzt zusammengebaut. Ganz wichtig am Ende dann halt noch Kühlflüssigkeit auffüllen und dann den Fahrzeug auf den Motor auf Temperatur bringen lassen. Eventuell mit ein bisschen Drehzahl, damit die Wasserpumpe besser zirkuliert und die Luft rausgedrückt wird. Wir machen jetzt noch einmal First Run Start. Sollte dann so funktionieren, wenn alles richtig ist. Bist du sicher? Die Chance ist gut, steht nur einmal. Fragen haben zum Arbeitsablauf, könnt ihr gerne einen Videokommentar posten oder schreibt uns auf Facebook, Instagram an. Wir versuchen alle Nachrichten, wenn es uns die Zeit erlaubt, zu beantworten. Drehmomentwerte wurden nicht eingeblendet. Nochmal zur Info, alle Produkte, Werkzeuge, die man für den Wechsel benötigt, markiere ich euch in der Videobeschreibung und als Unterstützung nicht vergessen, Abo dalassen, folgt uns auf Instagram, Facebook. Und wir machen jetzt Feierabend und sehen uns dann ein nächstes Mal. Eure Dark Set Bros.